Hallo und herzlich willkommen hier zu Siberia The World Before. Es geht wieder weiter hier. Ja, was ist das letzte Mal geschehen? So ein kurzer Aufriss mal da. Ja, unsere Spur aus der Musikakademie, wo wir das Orchester repariert haben und dann mal gleich aufspielen haben lassen. Ja, da haben wir dann die Akte bekommen vom Rektor, ne? Und die Spur hat uns dann hier zur Nebelbrücke geführt, ins Haus Nummer 20. Aber hier der Laden, wie der alt mal hier früher war, der ist nicht mehr. Hier gab es ein paar Vorbesitzer und ja, die Vorbesitzerin oder die Besitzerin jetzt hier, die hat gesagt, ja, in den oberen Stockwerk ist wären noch alte Sachen und so, die wären nicht rausgeschmissen worden von den Vorbesitzern. Wir wissen ja, wie viele da das haben besessen haben. Und da könnte vielleicht noch was zu finden sein, irgendwelche alten Bilder. Wir können jetzt aber nicht hier hinten das betreten, das ganze Stockwerk, weil sie da hinguckt. Und sie vertraut uns natürlich nicht. Ja klar, würdet ihr eine fremde Person in eurem Laden oder in eurem Haus rumstöbern lassen wollen? Also ich sicher auch nicht, ne? Jetzt ist mal schauen, wie wir da reinkommen. Die Frage ist, wie lenkt man die ab, dass die in eine andere Richtung guckt? Das war nämlich hier der Clou. Können wir hier vielleicht irgendwas machen? Schauen. Wenn ich Frau Hiegel hier rüber locken könnte, käme ich durch die Hintertür und zur Treppe, ohne dass sie es merkt. Aber wie? Ja, wie? Das ist die Frage. Benutzen? Spieluhr? Das funktioniert nicht. Nö. Oscar? Es tut mir leid, aber ich kann hier nichts für Sie tun. Okay. Also du könntest ein bisschen hier Unart machen. Ich versuche besser etwas anderes. Ja. Das war wohl falsch. Das können wir ja. Wenn es dann hier quält, dann guckt sie hier, was ist denn das? Und ja, mal schauen, ob das funktioniert. So. Hat sich nichts anmerken lassen? Ja, jetzt wird's komisch. Was ist das für ein Gedudel? Entschuldigen Sie bitte. Genau, geh mal mit ihr mit, dass du das nicht siehst, dass wir dann in die Kammer gehen da hinten. Oh je, das geht schon mal gut los. Hier ist es ja. Wie scheußlich. Das gehört sicher nicht in meinen Laden. Wir verkaufen so einen billigen Kitsch nicht. Ja, aber wie kommt das jetzt rein? Das könnte ja nur mir gewesen sein, ne? Ja, gut, dass hier nicht einmal abgeschlossen ist. Gut. Ich glaube, Frau Hiegel hat nichts bemerkt. Warum suchen Sie nicht Dana Roses Zimmer, Kate Walker? Dort finden Sie sicher mehr Spuren von ihr. Gute Idee. Hoffen okay. Wir nur, dass Frau Hiegel nicht raufkommt. Ja, hoffen wir das. Also Oscar tut uns jetzt hier auch schon wieder Denkanstöße geben, gleich mal. Oh, ja, jetzt haben wir, müssen wir das Zimmer erstmal suchen. Wir wissen ja gar nicht, wo es ist, ne? Hinuntergehen, betreten. Ah, es gibt noch ein Stockwerk, okay. Betreten. Fangen wir mal hier links an, hier links hinten. Ich hab gedacht, das wären Totenköpfe hier. Aber nee, das sind solche Kugeln hier. Ah je. Ach du Heiliger, das kann ja eine Weile dauern hier. Ach du Herrje, was ist das hier für alle? Eieiei, da steht... Naja gut, das ist ja Zeug, was die verkaufen hier. Das ist Lager halt, Bedarf hier alles. Hier. Sag mal hier ansehen. Ist das dunkel hier? Kein Wunder bei all den vernagelten Fenstern. Hm. Ja, die gehören halt mal aufgemacht wieder, die Fenster, damit hier mal wenigstens Licht reinkommt. Schauen. Mehr Waren für den Laden. Ja, eindeutig. Import. Import. So. Ja, ist gut, danke. Das hat genügt. Wir wissen, dass hier Zeug steht. Ha, Moment, hier Teller, Regenschirm und so weiter. Was haben wir denn da? Ach du Heiliger. Sind das hier Flecken am Tisch oder was ist das hier? Bärenmarke oder was? Ich hab schon fast gedacht, das Logo. Nee, das ist wieder dieses Nebelrückendingsbums da. Aber es sieht doch fast aus, das Logo, wenn man es so verschwommen sieht wie Bärenmarkenmilch oder so. Hier verbringt Frau Hiegel wohl ihre Pausen. Ah ja. Da liegt gleich die Zweitbrille, falls sie die erste verlegt, ne? Und hier gibt es noch einen Fernseher. Was steht da? Remote controlled.
Da, okay. Bildle. Okay. Roses und die Zimmer sind es. Okay, das weiß jetzt hier die Kate. In Erinnerung an das immerwährende Band zwischen den Roses und den Zimmers. Was steht da? Adam Z? Adam Zimmer? In Erinnerung an das immerwährende Band zwischen den Roses und den Zimmers. Gezeichnet Adam Z. Z, ja, Zimmer heißt es, Menschenskinder. So viel muss ja wohl dann klar sein. So, mehr ist ja nicht. Wieder mal Plattenspieler, jawohl. Und 10, nee. Gille. Fragile wahrscheinlich. Ich wollte schon sagen, die Gille ist auch da verlassen. Nee. Hier ist noch ein Raum. Schöne Glastür übrigens. War das hier die Küche oder was war das hier? Das sieht ja hier aus. Eieiei. Ach, noch ein Bild. Das Haus nach der Bombardierung. Ja, das schaut nicht mehr so gut aus. Dieses Foto zeigt das Haus teilweise zerstört. Muss nach der Bombardierung kurz vor der Befreiung Wagens aufgenommen worden sein. So, gibt es da auch eine Widmung? Mai 1945 war das, okay. Ja. Das ist auch schon hier so ein bisschen angekogelt. Haben wir jetzt eigentlich noch eine Quest, eine zusätzliche? Ne, Danas altes Zimmer finden. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt hier mal vorsichtig immer. Dass wir ja nichts versäumen. Ich meine, aber ich will jetzt eigentlich Danas Zimmer noch nicht gleich sofort finden, weil... Ja, hier gibt es sicherlich auch noch jede Menge Zeug. So, okay, raus hier. Mann, sieht es hier aus. Ach, schau an. Da war doch ein Hochzeitsbild, oder? Ein Brautbild. Moment, wir sind hier hinten rein. Jetzt sind wir hier einmal im Kreis rum. Ah, okay. Ich hab's geschnallt. Ja, langsam immer vortasten. Ja, da war ein Hochzeitsbild gestanden. Das können wir gar nicht sehen. Das ist doch gemein. Ja, weil man es hier nicht frei umschauen können. Das ist halt leider ein bisschen... Ich glaube, das habe ich als Negativrezession mal irgendwo gelesen. Ja, hier sieht es wieder genauso aus, wie als wären wir jetzt hier... das Gestrüpp hier ist alt. Hier geht eine Leiter. Da geht es noch einen Stock hoch. Ja, das Haus ist wirklich hoch. So, hier können wir nicht rein. Hier können wir rein. Da kommen wir hier aber noch weiter. Ja, wir können noch nach oben gehen. Gucken wir mal hier mal. Okay, nur ein Regal. Das war das Badezimmer eindeutig. Man sieht es auch wild aus. Ah, und hier ist eine Glastür hier. Hier ist nichts Interessantes. Ah ja, okay. Alte büffelige Socken oder so vielleicht noch oder so. Spiegel, ja, schau dich mal an. Ja, der Spiegel. Nicht mehr so gut. Da sehen wir richtig nichts mehr Gescheites drin. Gehen mal hier durch. Aha, ah nee, die Tauben. Ein offenes Fenster hier, oder kaputtes Fenster, eher gesagt. Das könnte ihr Zimmer sein, oder? Ich weiß es nicht. Ach, der Boden ist auch am Arsch. Da muss man vorsichtig sein, dass man da durchknallt. Genau das, was ich brauche. Aha. Das Bild müssen wir uns also merken. Das liegt unten auf dem Regal. Ein Doppelbett. Viel Platz. Das war wohl das Schlafzimmer von Danas Eltern. Wo ist denn Danas Zimmer? Die Anzahl der Räume passt nicht zusammen. Hm. Ja, vielleicht gibt es ja noch ein Geheimzimmer. Wer weiß. Klamotten hängen hier auch noch. Ah, da muss man echt aufpassen, dass man nicht durch den Boden kracht, ne? Das wäre es nämlich noch. Knacks und dann sind wir tot. Also es gab ja früher Adventure-Spiele, da hast du wirklich aufpassen müssen, was du magst. Da konntest du sterben und wenn du nicht gespeichert hast, dann kannst du nochmal von vorne anfangen. Also da musstest du sehr oft speichern, dass du nicht irgendeinen Fehler machst. Das war auch sehr frustrierend teilweise, ne? So.
Moment. Hä? Nochmal, ich muss nochmal kurz gucken. Da ist nämlich noch eine Tür. Ja, hier ist noch eine Tür. Rum, ich meine gerade, hä? Dann mal gucken, was haben wir hier? Ach, jetzt sind wir... Moment. Ach, da kamen wir nicht hin, weil hier RAM steht. Ah, noch ein Bild. Okay, wen haben wir denn da? Ein Familienporträt. Das muss Dana mit ihren Eltern sein. Ja, Papi, Mami und sie. Ach, sonst gibt's ja nichts. Ja gut, lauter so Familienbilder, aber ja. Das bringt uns nicht so großartig weiter, fände ich mal, ne? Tauben sind nicht wieder reingeflogen hier. Tja, hier hat sich keiner die Mühe gemacht, auch nicht mal die Vorbesitzer, da irgendwas zu renovieren oder rauszuschmeißen. Einfach gelassen und gut ist, ne? So, okay, es gibt noch einen Stock. Ich gehe mal einen Stock weiter oben, beziehungsweise, ne, ich gehe nochmal geschwind runter. Das Bild möchte ich nämlich, ob das auf dem Regal ist. Ach, hier steht auch so eine verweste Pflanze hier. Ah, das war die Küche, ja. Jetzt weiß ich nur nicht, das müsste dann da... Moment, untersuchen. Hallo, stopp. Hallo. Untersuchen, habe ich das jetzt gemacht? Ne, das haben wir schon, okay. Nur zur Sicherheit, ne? Dass wir da irgendwas übersehen. So, und jetzt hier müsste auf einem Regal noch ein Bild liegen. Schauen. Yes. Wo ist Ihr Zimmer? Finden Sie alle Fotos im Haus der Roses? Ja, das hätten wir sonst nicht bekommen. Das Zimmer im Hintergrund des Porträts muss im Dachboden liegen. Ja, das hätte ich schon fast vermutet, wenn das Zimmer nicht in den Stockwerken sonst so ist. Dem Licht und der Uhr hinter Dana nach zu urteilen, muss Ihr Zimmer nach Norden gehen. Woran erkenne ich da an der Uhr, wo Norden ist? Sonst ist ja nichts. Nur nach dem Licht könnte ich es eben beurteilen. So, gehen wir erstmal wieder da raus, weil sonst kommen wir nämlich wieder blöd rum. So. Tja. Okay, hier sind kaputte Lampen auch teilweise, ne? So, wieder nach oben gehen. Na gut, dass die andere jetzt noch nicht spitz gekriegt hat, wo wir hin sind oder so. Oder hier jetzt mal zurückkommt und mal hier dann merkt, dass hier jemand rumtrampelt, ne? Weil das hört man ja. Wenn hier jemand rumläuft, ist ja ein Holzboden hier alles. Und knarzt auch. Wahrscheinlich ist das während der Renovierungsarbeiten nach dem Krieg passiert. Das ist es. Ich glaube, ich weiß, wo Danas Zimmer ist. Klären Sie mich bitte auf. Nun, eines der Fotos zeigt ein Schlafzimmer, das nicht im zweiten Stock ist, richtig? Und wir wissen, dass das Treppenhaus damals zugemauert wurde und in ein anderes Stockwerk führt. Dort müssen wir also Danas verschwundenes Zimmer finden. Das scheint in der Tat plausibel. Und wie? Mit etwas Glück ist das Zimmer noch genauso, wie es Dana vor Jahren verlassen hat. Und enthält vielleicht Hinweise, die uns auf ihre Spur bringen. Ja, aber ich muss nur einen Weg finden, wie wir in den dritten Stock kommen. Da Sie keine positive Beziehung zu Frau Hegel etablieren konnten, wäre der nächste vernünftige Schritt, sich das Gebäude von außen anzusehen. Sie haben recht. Gehen wir, Oskar. Müssen wir bergsteigen gehen, am Haus lang. Also höher geht's nimmer, oder? Schauen. Zugemauert. Wahrscheinlich ist das während der Renovierungsarbeiten nach dem Krieg passiert. Er hat mir einfach gesagt, naja, das ist so aufwendig, wir mauern hier einfach zu. Oder wie, oder was? Also ein Quatsch. Sonst hätte vielleicht jemand... Ja, ich will nur wissen, wie das Zimmer dann aussieht, wie verwüstet, ne? Also, ja. Dass man das zumauert. Ja, jetzt muss man aufpassen, dass wir dann in die Arme laufen, wenn wir jetzt dann zur Tür rausgehen, oder? Weil das könnte doch jetzt passieren. Na, zum Fenster raus, das ist auch keine Option. Da ist wenig Wasser. Gucken, ob die Luft rein ist. Psst. Okay.
Ja, jetzt dann so, ja, sie sind ja noch da oder so. So, ist jetzt der Kunde weg. So, wir gehen einfach mal zur Tür raus, wenn es geht. Warte, warte mal, wollen wir noch mal mit der reden? Ja, komm, wir reden noch mit der. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen konnte. Ja. Gut, also sie hat keinen Kunden mehr jetzt im Moment. Und die eine Frau guckt immer noch in den Laden hier rein. Die sieht irgendwie identisch wie ich sie aus, ne? Irgendwie, keine Ahnung. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wie können wir denn... Ne, da nicht. Da ist das nächste Haus daneben. Ah, hier gibt es eine Feuertreppe. Wenn man das so nennen kann. Ist da eine Truhe oder was? Oskar, ich brauche Ihre Meinung hierzu. Ja, dann lass uns doch mal gucken. Ah, viel besser. Offenbar führt diese Feuertreppe zu jedem Stockwerk des Hauses. Das ist korrekt, Kate Walker. Vielleicht können Sie sie benutzen. Ja, da müssen wir irgendwie unten die Leiter kriegen, oder? Ansehen. Ich versuche besser etwas anderes. Aha. Warte. Gibt's hier irgendwas zum tun? Warte mal, haben wir vielleicht jetzt ein neues Ding? Nee, ich finde es einen Weg ins Zimmer. Okay. Das müsste nur, glaube ich, irgendwie abgesenkt werden, oder? Und was meinen Sie, Oskar? Ich meine, ich hätte gern einen Körper mit längeren Beinen. Ich meinte dieses Fenster dort oben. Das Aha. muss Danas Zimmer sein. Da steht ein Flügel. Natürlich. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie da richtig liegen. Ja, wie kommen wir da denn? Wie kriegen wir das Ding hier, dass wir da hoch können? Ansehen. Sieht aus, als führte die Treppe zu jedem Stockwerk, auch Danas. Ich mutmaße, dass Sie wahrscheinlich recht haben, Kate Walker. Ja. Aber wie aktiviere ich das, dass ich da hochkomme? Ansehen. Schauen. Ich kann hier nicht zurück oder so. Ja, wie soll das jetzt hier weiter? Ich kann hier nur schauen. Warte mal, ansehen. Die Fenster im zweiten Stock nützen uns nichts, wenn wir zur Treppe wollen. Die sind auch zugemauert. Ja, schön. Warum mauert man Fenster zu, wenn die noch in Ordnung sind? Das ist doch ein Quatsch, oder? Also ich weiß es nicht. Die nützen auch nichts, die sind auch zugemauert. Von den Fenstern im ersten Stock aus erreichen wir die Treppe nicht. Tja, da brauchen wir eine Leiter. In der Tat. Alle Fenster, die in Frage kommen, sind blockiert. Okay, ja, wie kommen wir denn dann weiter? Aber das muss doch irgendwie runtergeklappt werden können. Die Leiter nach oben ist eingeklappt. Zu hoch, ich kann sie nicht runterziehen. Wie machen wir denn das? Tja, schauen, immer noch schauen. Okay, hier. Ja, da ist ein Rad. Offenbar ist da oben ein Mechanismus, um die Leiter herunterzulassen. Ja, da komme ich aber auch nicht hin. Ein Oskar da hochschmeißen oder so. Der irgendwas machen könnte. Irgendwie da auf dem Band laufen oder so. Weiß es ja nicht. Warte mal. An der Dachkantelrinne da, Dings, Fallrohr kannst du dich auch nicht hochziehen. Komm. Das hält dich nicht. Diese Regenrinne führt zu einem Vorsprung, der zur Treppe führt. Laut meinen Berechnungen hält die Regenrinne sie nicht aus, Kate Walker. Und selbst wenn sie leichter wären, wäre der Vorsprung für sie zu schmal.
Ey, wollen Sie mir was sagen, Oscar? Ja, Sie sind zu schwer und zu breit, Kate Walker. Für den Vorsprung. Danke Vorsprung. Sehr, Oscar. Ja, für den Vorsprung, eher für den, wie heißt es? Also wird es gar nicht so leicht werden, Danas Zimmer über die Treppe zu erreichen. Es ist der einzige Weg. Von innen ist der Zugang über den ersten und zweiten Stock nicht möglich. Und das Treppenhaus im dritten Stock ist zugemauert. Die Feuertreppe ist unsere einzige Möglichkeit, Kate Walker, aber Sie können die Regenrinne nicht hochklettern, weil sie zu groß und schwer sind. Ich habe schon verstanden, danke. Gern geschehen, Kate Walker. Also ist unser einziger Weg nach oben die Feuertreppe, wofür wir die Leiter vom ersten Stock herunterlassen müssen. Ja, alles klar zusammengefasst, ne? Ja, gut. Eigentlich hat Oscar gemeint, danke für die Vorlage oder für die Steilvorlage, ne? So, hineingehen, Regenrinnen nutzen Oscar, Regenrinnen nutzen Kate. Ja, das wird ja nicht gehen. Ich habe keine Wahl. Ich muss meinen Bauch einziehen und die Regenrinne raufklettern. Keine kluge Entscheidung, Kate Walker, wenn ich das so sagen darf. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Regenrinne ihr Gewicht nicht trägt. Und selbst wenn sie es täte, und egal wie sehr sie den Bauch einziehen, ist der Vorsprung zu schmal für sie. Ja, also? Was heißt hineingehen? Regenrinne Oscar. Wenn das so ist, gibt es nur eine Lösung. Da Sie so leicht und schlank sind, Oscar, müssen Sie die Regenrinne raufklettern und den Vorsprung entlanglaufen. Dann müssen Sie nur noch den Mechanismus aktivieren, um die Leiter herunterzulassen, mit der ich, Dickerchen, auf die Treppe komme. Schön. Ich bin nicht dazu gemacht, Regenrinnen zu erklimmen, Kate Walker. Ich bin ein Präzisionsautomat. Kommen Sie, Oscar. Sie haben in Baranur nur mehr als einmal den Tag gerettet. Das liegt Ihnen doch zweifelsfrei im Blut. Im Öl. Aber wie kann ich mich dazu herablassen, herumzukriechen wie eine Ratte? Naja, du bist ein kleines Tier. Weil Sie ein feiner Kerl sind und mein treuer Freund? Ach geil, jetzt dürfen wir Oscar steuern. Ja, aber das Hineingehen, weiß ich nicht, was das sollte. Zum Bewegen, links liegen, halten und Cursor bewegen. Ah ja. Ach so sieht Oscar also, das Ganze hier. So, rein ins Maul. Kate Walker, Hilfe! Ich glaube, ich stecke hier fest. Manchmal können Sie zwischen Kate und Oscar wechseln. Klicken Sie dazu linke Taste auf der Schaltfläche, wenn sie angezeigt wird. Okay. Charaktertausch. Schauen. Kate. Okay, der muss hier. Ruhig bleiben, Oscar. Ich komme. Ja, ich muss mal ein bisschen nachstudern. Also ist er auch zu fett. Ah, also außen hochklettern. Okay, alles klar. Warum klettern wie ein Eichhörnchen? Was für eine Zumutung. Ist ach, da oben alles okay? Ja, Kate Walker. Ich muss nur... Festhalten, Oscar! Das tue ich, Kate Walker. Glauben Sie mir. Sie müssen jetzt springen, Oscar. Schnell! Ja, schnell halten, ah ja. Geschafft, Oscar. Gut, dass Ihnen nichts passiert ist. So kann man es wohl auch ausdrücken. Und gut, dass Sie dabei wie immer so positiv bleiben. Ja, gut, dass er keine Höhenangst hat, ne? Ja, Rückwärtsgang haben wir auch. So. Ups, aua. Ups, aua. Dieser nutzlose Körper. Jetzt muss ich einen anderen Weg finden. Anderer Weg? Noch höher oder was? Diddle. jetzt sieht es ja so aus, als wäre die abgeschnitten, die Rinne. Und schon wieder ganz hinaufklettern. Seien Sie vorsichtig, Oscar. Ja, ja, immer doch. Dicker. Ja, guck die Bahn nicht an, Mensch. Wie kann der sich eigentlich festhalten? Hat er Magnetfüßel oder was? Ich weiß nicht. Da ganz nach oben. Ach, du Heiliger. Okay. Okay, das verheißt nichts Gutes. Oh, Himmel. Na komm. Verehrte Frau Taube,
Lieber Madame Taube, Verzeihung. Madame Taube, wären Sie so gütig, mich vorbeizulassen? Komm, du bist doch stärker wie die Taube. Hier werde ich wohl Hilfe brauchen. Ach komm. Kate Walker, ich brauche Sie nochmal. Na komm, die haust doch weg. Na komm, naja, egal. Wie soll ich diese Taube bloß loswerden? Interagieren, okay. Müllhaufen interagieren. Ich versuche besser etwas anderes. Okay, das also nicht. Lesen bringt uns ja nichts. Ah, da ist doch ein Stück vom Rohr runtergefallen. Ah, sieh an. Dann war das doch das nicht einfach so abfinden. Nein, ich glaube nicht. Untersuchen, betreten. Was mache ich denn jetzt? Warte mal, interagieren? Was ist das? Ah, Steine. Ja, jetzt müssen wir bloß noch treffen, ne? Ich kann ihn nicht nach der Taube werfen. Aber vielleicht anderweitig verwenden. Ja, wie denn? Werfen? Kate Walker! Tut mir leid, Oscar. Ja, weil der Krach macht, wenn da was aufprallt. Gut, okay, alles klar. Aber da hättest du auch einen Taube schmeißen können. Das war wohl deutlich genug. So, da können wir durch jetzt aber. Hepp, jawohl. So, klicker, 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 klicker. So, jetzt ist er da nach unten, ne? Wahrscheinlich. Ich will mal gucken, ob ich nach oben kann. Ne, er steuert schon automatisch in die Runterrichtung. Keine volle Kontrolle. Ich hasse vielleicht sowas. Ist dieser Körper am Ende doch noch von Nutzen. Hm. Ah, da wird einem ja schlecht. Ja, jetzt keckern wir wieder. Und nochmal. Ah, jetzt läuft er normal runter. Okay. Macht es nicht. Da wird mir schlecht. Bei den anderen Leuten. Ja, wobei, so Bewegungswackeldinger habe ich eigentlich keine so großen Probleme. So, wie mache ich denn das? Da brauche ich einen Schlüssel, oder? Ja, ein Vorarlberg-Schlüssel. Ah, Oscar hat einen. Ah, okay. Interessant. Alles dabei. Aha. Hm, geile Mechanik. Okay, eine Leiter. So, das haben wir. Ansehen. Abgesperrt, natürlich. Moment. Das ist jetzt der Bereich, okay. Da müssen wir... Nee, wir müssen doch nicht die Scheibe einschmeißen. Bitte nicht. Können wir die benutzen? Nein, ich glaube nicht. So als Klarschneider? Oscar vielleicht? Kate Walker, wenn ich als Kanonenkugel dienen sollte, hätte ich wohl eine Zündschnur. Das ist höchst unwürdig. Kopf einziehen, Oscar. Eins. Wenn Hans Vorarlberg mich jetzt sähe, wie... Zwei. Drei. Oscar, die Kanonenkugel. Vorsicht, dass dich da nicht aufschneidest. Da kannst du böse... Würdelos. Oh weh. Oh weh. Ja, ein kaputtes Fenster mehr ist jetzt auch nicht mehr schlimm. Behandelt man so einen intelligenten Automaten? Ja, wenn dann eklig schon. Wenn Herr Vorarlberg mich so sähe. Ja, ist ja schon recht, Oscar. Wäre doch nicht so viel. Er würde sagen, Sie haben wieder einmal den Tag gerettet, Oscar. Sie haben sich selbst übertroffen. Alte Kügelchen wieder einstecken. Okay. Finden wir heraus, was nach der Zeit auf der Hütte aus Dana wurde. Okay. Da haben wir also schon mal den Flügel. Kein Zweifel. Das muss Danas Zimmer gewesen sein. Wie haben die den Flügel bitte da so weit nach oben bringen können? Das ist ja ein Akt hier, ey. Eieiei. So, okay, nehmen. Ein Teil fehlt. Was hatte Junta mehr als ich dachte? Erinnerung? Okay. Seltsame Zeichnung, rechter Teil, lesen. Aha. Also wir müssen da noch mehr finden. Da ist eine Tür. Nehmen. Was ist denn das? Ah, Musikakademie. Von der Musikakademie. Ja.
Musiksymbole. Aber sie scheinen nichts mit dem Diplom zu tun zu haben. Na ja, gut, das ist ein Passschlüssel. Das erkenne ich nicht. Beide da. Oder wenn das eins ist, ist es ein B. Das ist so ein Pausezeichen hier. Das hier ist über Noten sowas hier praktisch, dass die irgendwie anders gespielt werden dann. Oder gedehnt werden oder wie das war. Und das ist eine normale Note, okay. Das müsste ein Code für irgendwas sein dann wieder. So, da ist eine Truhe. Gib mal Ruhe mit der Truhe untersuchen. Ja, das Schloss natürlich, das hat den Code. Okay, alles klar. Untersuchen. Funktioniert nicht. Vielleicht könnte ich die Hinweise verwenden, die ich gesammelt habe. Aber ich habe das Gefühl, es gibt noch mehr hier im Raum. Anziehen. Die Räder an dem Schloss sind verschieden hoch. Warum wohl? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, also gut. Verschieden hoch. Ja, also mehr Hinweise finden. Es blockiert. Ja, das glaube ich schon. So, also die Truhe, die müssen wir versuchen aufzubekommen. Ja, hier steht ein Schränkchen verrammelt vor der Tür. Was soll denn der Quark? Da kommen wir nicht weiter. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt zu gehen. Ich meine, da kommst du eh nicht weit durch die Tür, oder? Am Klavier war nichts mehr oder am Flügel, eher gesagt, das ist ja ein Flügel. Kein Zweifel. Das muss Danas Zimmer gewesen sein. Bing. Ja, nee, da können wir nichts machen. Okay. Irgendwas muss noch sein hier. Verlassen geht hier nicht. Ah, hier geht's noch. So, Teddybär und eine riesige Bettrolle da. Unter Bett gucken, jawohl, gute Idee. Wenn eine Ratte drin ist. Da ist etwas drunter. Ja, eine Ratte. Komme nicht dran. Oskar. Kann nicht so schwer sein. Ja, das Bett geht wahrscheinlich nicht weg, oder? Schieben. Ah, okay. Massivbett oder wie? Nochmal. Jawohl. Ja, die können den Zettel doch schon nehmen, komm. Nehmen. Schon besser. Ah. Wenn ich darüber nachdenke, Einfluss auf mich hatte Junta mehr. Jetzt. Hä? Jetzt schreibe ich mir, als ich dachte. Hä? Moment, lesen. Wenn ich darüber nachdenke, hatte Junta mehr Einfluss auf mich, als ich dachte. Jetzt schreibe ich mir Erinnerungen, wie sie mir geraten hat. Okay. Ah, Moment einmal. Da ist was hell. Da ist was gelb. Was hat das zu bedeuten? Da sind die zwei hohen Dinger. Dann ist das ganz flach und dann das Gelb hier. Okay. Was ist denn das hier? Das braune Zeichen da. Zeichen der Braun. Das Zimmer wurde wohl während des Pogroms der braunen Schatten verwüstet und geplündert. Ja. Ich hoffe, Dana war an diesem Tag nicht da. Wissen wir nicht. Wir wissen absolut nicht, was mit ihr passiert ist, ne? Sind das jetzt schon alle Hinweise, die wir für die Truhe haben? Es wird aber saumäßig schwierig dann. Gut, also gut, wir versuchen es mal. Wir gucken mal. Dann mal an der Seite gucken. Sehen. Die Räder an dem Schloss sind verschieden hoch. Warum wohl? Ja, wie hat's denn angefangen? Wir haben zuerst einen Bassschlüssel gehabt. Jetzt wollen wir mal gucken, haben wir da noch mehr Bassschlüssel irgendwie? Ja, haben wir. Dann wird's natürlich schwierig. Wir haben zwei Bassschlüssel. Oder haben wir sogar drei? Ne, zwei. Nehmen wir mal den. Dann meine ich, war das nächste Symbol so ein B. Sowas hier. Aber da haben wir bestimmt auch mehrere. Oder? Ne, hier haben wir nur eins.
Dann war es dieses Pausezeichen. Nenn ich das. Das hier. Mit dem Strich drin. Mal gucken, ob es da noch mehr gibt. Da gibt es auch noch eins. Okay. Dann weiß ich nur weiter. Waren das 5 Zeichen? Ah ne, da war es das eine. Dieses da. Das nicht. Das ist unten. Das haben wir 2-mal. Okay. Ja, wir versuchen jetzt mal. Das letzte war... Was war das letzte? Eine Note, ne? So eine. Gut, das kann aber auch... Kann auch das hier sein. Oder das hier. Ja. Ah, das ist das helle hier, okay. Mal kurz gucken. Ach, komm schon. Das muss doch die richtige Symbolkombination sein. Ich muss etwas übersehen. Muss ich außer den Symbolen an den Rädern noch etwas anderes einstellen? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Wie war das? Hatten wir hier noch eine andere Note? Lass mich mal kurz was gucken. Das hier? Nee, das ist es nicht. Das sieht auf jeden Fall anders aus wie auf der Zeichnung. Und hier hat man hier noch... Warte mal, ich muss mal kurz ins Buch gucken. Seltsame Zeichnung. Ach, hier ist es flach. So, wo war denn, das Diplom? Ja, das Punkt war unten. Von dem Pausezeichen haben wir kein zweites, oder? Mal hier. B. War hier noch ein B? Nee, ne? Das war nur das eine B. Ja. Und den Bassschlüssel, den können wir noch tauschen. Da hat man noch einen zweiten. Gucken. Der sieht schon besser aus, oder? Ja. Korrekt. Es waren halt doppelte Symbole, ne? So, yes. Ist blockiert. Warum? Das steckt fest. Warum? Ist blockiert. Ach, da gibt's da. Ach so, ja, hier sind noch Schnallen. Gut, dann ist es ein Argument. Die andere kann ich gar nicht aufmachen. Das steckt fest. Ach, bis hier in die. Ah ja, gut. Knapp. Jetzt hat Lava. Ja, ein Teddybär, okay, alles klar. Mal gleich mal gucken, Noten wieder mal und ein Tagebuch oder wie. Hinweise. Dieses Notizbuch gehört Dana Rose. Ja, gut, dann sind wir schon mal richtig. Ach ja, Spiegel muss man natürlich hier noch, der ist sogar noch heil. Das wurde kurz nach ihrer Zeit auf der Berghütte geschrieben. Dann zeig mal, les mal vor. Ein Brief von Leon. Also hat er Dana doch geschrieben, nachdem die Expedition Kantar verlassen hat. Baltayars Hauptstadt. Okay. Wechseln wir jetzt wieder rüber zu ihr. Das Hochplateau von Baltayar. 25. Oktober 1937. Mein liebstes Edelweiß. Ich könnte mich dafür ohrfeigen, dass ich dir nicht öfter schreibe und ich hasse es, nichts von dir zu hören. Ich bin jetzt an einem Ort, an den sich vermutlich kein anderer moderner Mensch je vorgewagt hat. Leider muss ich dir sagen, dass ich nicht mit den anderen Überlebenden nach Europa zurückkehren kann. Überlebenden?
Aha, Baltaya Berge, Herbst 1937. So, jetzt wechseln wir jetzt zu ihm hin oder ja, zu Dana. Na, mal schauen. Während der Expedition ist etwas Schlimmes geschehen. Daran bin ich teilweise mitschuldig. Nicht gut dann. Trotzdem möchte ich, dass du meine Version der Ereignisse kennst. Nach einigen Tagen anstrengender Wanderung errichteten wir unser Basislager an der Schwelle zu einem Hochtal voller Rhododendron. Und dann? Alle Zeugen schienen sich einig. Hier wurde der Gorun, der berühmte Bergmensch, am häufigsten gesichtet. Aha. Viele lange Wochen erkundeten wir erfolglos jedes Tal und jeden Berg um das Lager herum. Der Herbst nahte. Die Flüsse begannen an den Rändern zu überfrieren, und wir mussten der Aussicht ins Auge blicken, zurückkehren zu müssen, ohne dass unsere Anstrengungen gefruchtet hätten. Die fröhlichen Albereien der ersten Wochen waren verflogen. Alle waren mürrisch und angespannt. Besonders unser Leiter, Reinhard Berger. Tja, und? Was kommt jetzt? Na, ich? nächster Tag. Alles still und ruhig. Aufstehen, Leon. Ein weiterer Tag auf einer sinnlosen Suche. Ich nehme besser meine Ausrüstung mit. Okay. Wir spielen jetzt tatsächlich Leon. Interessant. So. Inventar ist natürlich leer. Dokumente haben wir keine. Inventar, ja. Doppelziel. Jawohl. Wir haben wieder vor dem Aufbruch Lager durchsuchen. Natürlich. Also Ausrüstung holen, Lager durchsuchen. Alles klar, dann würde ich mich zuerst das Lager durchsuchen. Aber leider ist unsere Zeit schon wieder zu Ende. Hier ist sogar überschritten. Aber das macht ja nichts, ne? Ist halt wieder mal 5 Minuten länger geworden, wie ich es eigentlich wollte. Aber das war halt wieder diese lange Cutscene. Aber was willst du machen? Also, es geht dann beim nächsten Mal weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne, euer Lego.